der eine im Flughafen hat so laut Musik gehört, dass man das aus den Ohrenstöpseln gehört hat. Oder ich habe mir einfach nur einen vom Boden aufgehoben, weil ich kostenlos Musik hören wollte. Aber der ist irgendwie eingeschlafen, also hat er das eh nicht gemerkt. Ah, ach so haben sie das gemacht. Na, wieso? Haben Sie da was dagegen? Ist das irgendwie gegen die Gesetze oder so? Ja, das kann schon durchaus sein hier. Das ist nicht Ihre Musik. Sie haben dafür nicht bezahlt hier, ne? Ich meine ja nur. Okay. Was haben Sie denn? Wie war denn Ihr Wochenende? Ja, also mein Wochenende war eigentlich ganz interessant, weil ich habe da sowas gefunden. Das nennt sich Internet, ne? Aber das, die war nicht sehr nett. Also die mit mir gechattet haben, richtig respektlos, habe ich gleich der Polizei gemeldet. Aber wissen Sie, meine Oma war zuletzt vor ein paar Tagen zu Besuch und ja, was hat sie denn gesagt? Ja, die hat gesagt, ich soll mich mal ein bisschen mehr an Schale werfen. Dann habe ich Bananen gekauft und habe die Schale auf den Boden geworfen und habe mich da drin ein bisschen rumgewälzt. Hier, aber die ist dann nicht mehr zu Besuch gekommen. Ich versuche die zu erreichen. Geht nicht mehr ans Telefon. Ich habe schon ein Buch geschickt. Ich habe irgendwie den Reis im Laden nicht gefunden, weil der ist weggereist. Ja, haben gesagt, der kommt erst nächste Woche und sowas. Aber das ist jetzt sehr unnötig, weil ich will jetzt Autofahren lernen. Ich habe schon viermal die Fahrscheinprüfung bestanden. Ja, aber der wurde mir immer weggenommen, weil ja, ich bin ein bisschen zu langsam gefahren, wissen Sie. Das sind immer überall so Insekten auf dem Boden. Ich habe da so eine Lupe an mein Auto vorne hingehalten und so. Ich will keinem Tier etwas zuleide tun und so. Wenn man zu schnell fährt, dann gehen da die Fliegen kaputt. Wie stellen Sie sich das vor? Tierquälerei auf den Straßen hier. Also, mir wurde wirklich fürs zu langsam fahren. Der Führerschein schon wieder weggenommen. Ich sollte Polizist werden und mich selber hier durchfahren lassen. Ja. Sag mal, finden Sie meine Hose gut? Ja, dieses Mädchen kann sich so aufblähen. Wieso denn? Ja, damit ich, wenn ich schwimmen gehe und keine Matratze dabei habe, damit die sich dann so aufbläht und dann kann ich auf meiner. Ja, dann hänge ich. Ist nicht so ein bisschen noch in Arbeit, der ganze Prozess hier. Ach so, Sie hängen dann aber mit dem Kopf nach unten ins Wasser. Das ist nicht sehr klug, wenn Sie da die Hose aufblähen. Wie soll das Ganze gehen hier? Verfangen Sie sich im Seegras unter Wasser? Nö, ich ziehe die Hose dann aus und schwimme dann auf der Hose. Ein bisschen logisch müssen Sie da aber schon an die Sache rangehen hier. Weil ich meine, ich habe darunter natürlich eine Badehose. An alles gedacht. Und sowas, ne? Der hat gesagt, ich soll darüber ein Video drehen. Da habe ich gleich einen Daumen auf mein eigenes Video runtergemacht. Warum? Weil, ja. Ich brauche keinen Daumen zum Lutschen. Ja, das ist schön. Aber wir haben gerade über ein anderes Thema geredet, egal jetzt. Also haben Sie jetzt ein Video gedreht oder nicht? Ich habe nämlich auch eins auf meinem Channel gedreht, aber das ging nicht, weil immer wenn ich das drehen wollte, dann ging der Bildschirm nach links und rechts. Ach so. Ja, meinen Sie jetzt, Sie drehen das im Kreis oder sowas? Bisschen komisch. Finden Sie nicht? Ich meine, dann gibt es immer, gibt schon Anleitungen, aber dann schaut das aus wie so ein Passwort von einem Router. Wie auch immer. Aber Angestellte, wissen Sie, ich habe viele Angestellte bei mir zu Hause. Ja, die haben nämlich schon irgendwas haben die schon mal angestellt. Die haben, ja. Die hat mir ihre Handynummer gegeben. Weil die wollte eigentlich auf so eine. Haben Sie jetzt irgendwas gesagt? Ich war gerade im Gedanken. Hat der da hinten was gesagt? Hallo?
Kenne ich sie? Ich höre teilweise so zu, weil ich bin gerade immer noch mit dem Ereignis von heute Morgen beschäftigt. Wissen Sie, der Postbote ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich ihm Ratschlag geben soll. Da habe ich gesagt, nein, ich habe doch noch nicht mal einen Rat. Außerdem bin ich nicht gewalttätig. Wissen Sie, was will denn, dass ich mit einem Rat hau oder sowas? Also, es ist eine Frechheit. Irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Der hat. Ich bin dann einfach. Bin einfach gegangen hier. Ne? Ich bin dann nämlich in den neuen Laden so rein und hab gesehen. Oh, das ist alles viel zu grün da drin. Also, ich mag grün, aber diese Kombination mit diesem Hellrosa, das ist grauenvoll für mich. Also, da fühlt man sich ja wie in so einem Rosengarten und Rosen haben Dornen. Das ist nicht so vorteilhaft, wissen Sie? Ich will. Ja, das sind sehr stechende Farben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ja, das würde ich gern mal wissen hier. Ach so. Ja, also klopf, klopf. Also. Ja, hat er jetzt gerade einen Klopfwitz machen wollen? Nö. Grün ist eine natürliche Farbe, die Konzentration fördert, habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Jetzt werden das bestimmt ein paar Leute glauben, stimmt's? Ich traue ihnen das zu. Dass sie mir das jetzt abkaufen und so. Naja, kann man schon Geld damit verdienen hier, ne?